Hallo, guten Morgen. Ja, wie alles, was ich hier mache, ist eigentlich immer eine Inspiration dahinter. Und ja, ich hatte ja gestern, hatte ich auch schon vor, was ganz Wichtiges mit euch zu teilen. Hallo, hallo. Aber ich fange jetzt erstmal an, wieso heißt die Gruppe oder wieso ist es für mich mein Credo, meine Vision, herauszufinden, wer ich wirklich bin, um dann gesund zu werden und sogar finanziell dafür belohnt, ich selbst zu sein. Genau. Hallo Katrin. Also, ich habe ja jetzt auch wirklich diesen Online-Kurs gemacht, finde heraus, wer du wirklich bist, deine wahre Identität. Weil für mich ist in der Vorstellung, die wir alle mit uns rumtragen, die wir alle mitbekommen haben, dass irgendetwas mit uns nicht in Ordnung ist. Hallo, guten Morgen, Renate. Ja, dass irgendetwas mit uns nicht in Ordnung ist, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt, dass wir besser werden müssen, dass wir Dinge anders machen müssen. Das sind so tiefgründige Überzeugungen, das sind Vorstellungen, nach denen wir unser Leben gestalten. Schon von klein auf kriegen wir eingetrichtert, dass es besser werden muss, dass wir hier mehr lernen müssen, dass wir uns hier mehr anpassen müssen, dass das nicht gut ist, was wir tun. Das ist die Grundhaltung in unserer Gesellschaft, leider. Auch in allen Schulen. Man geht immer hin und man sucht, was zu verbessern ist. Ja, und man weiß ja, klar, es geht darum, dass man deine Stärken rausholt und verstärkt. Aber dann kommt wieder die Frage, ja, was sind denn meine Stärken? Ich kenne ja meine Stärken gar nicht. Und all dieses, moin, moin, Katrin, all dieses, was in der Gesellschaft vorgeht und diese Kritisiererei und dieser ganze Fokus auf das, was nicht stimmt, was nicht gut ist, hinterlässt Spuren. Und wir glauben tatsächlich, dass wir eine Persönlichkeit sind, die geprägt ist, nicht in Ordnung zu sein. Und das ist der größte Bullshit, der sich in unser Unterbewusstsein und in unser Überbewusstsein, in jegliches Bewusstsein jemals eingeschlichen hat. Weil die Wahrheit ist, dass jeder Mensch, und ich nenne es immer jetzt, liebende Perfektion ist. Wenn wir unseren ganzen Scheiß aus unserem Kopf rausmüllen, wenn wir unsere ganzen Überzeugungen mal auf den Müll schmeißen und die bereit, ja, die Stärken werden in der Schule auch kaum erwähnt. Es geht nicht mal nur um Stärken, verstehst du, sondern es geht um Perfektion. Es geht darum, dass niemand irgendeine Schwäche hat in Wahrheit. Dass das alles nur ein Ergebnis von Bewertungen ist. Von einem Bewertungssystem, das darauf aufgebaut ist, Schwächen zu suchen. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn wir wirklich herausfinden, wer wir sind, und zwar spirituelle Le Wesen, wie wir das alle auch schon wissen, und was ist das spirituelle Wesen in uns? Darum geht es ja auch, das herauszufinden und zu sehen, wo ist das spirituelle Wesen? Das spirituelle Wesen ist in uns, aber nicht irgendwie in unserem Körper, sondern es ist tatsächlich hinter all den Wahrnehmungen und Überzeugungen. Es ist eben in der Leere, wie Dr. Joe Dispenza sagt, oder im goldenen Moment, im Präsenten, da ist unser spirituelles Wesen, da ist unser gesamtes Sein. Und alles, was draußen ist, materiell, was eben nicht spirituell ist, ist, wenn ich es meistens aus der Perspektive dieses Beurteilungssystems meiner Gesellschaft anschaue, eine verdammte Lüge. Und ich sage es immer wieder in unseren Coachings, wir sitzen permanent Lügen auf, Lügen, die in unseren Überzeugungen begründet sind. Wann bin ich liebenswert? Wann bin ich erfolgreich? Wann habe ich es verdient, in Reichtum und Wohlstand zu leben? Welche Bedingungen muss ich alle erfüllen, damit ich endlich die Persönlichkeit bin, die dieses Traumleben lebt? Ja, und auch Dr. Joe Dispenza sagt ja,
Du kannst mit deiner alten Persönlichkeit, mit der du krank geworden bist, mit der du unglücklich geworden bist, mit der du arm geworden bist, was auch immer, kannst du nicht ein anderes Leben schaffen. Ganz klar. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, gut, welche Persönlichkeit muss ich denn dann sein? Und habe immer versucht, eben über diese Brücke zu gehen, die Dr. Joe Dispenza immer sagt. Von der einen Persönlichkeit in die andere Persönlichkeit. Aber wenn du die andere Persönlichkeit nicht hast, wie willst du dann über die Brücke gehen? Wie ist denn die Persönlichkeit, die reich ist, die in einer glücklichen Beziehung ist, die erfolgreich ist im Job? Wer ist denn die? Ja, und da musst du nichts basteln, sondern da musst du nur rausfinden, was die Wahrheit ist, die Wahrheit der Existenz, die Wahrheit eines jeden Selbers, die Wahrheit eines jeden Daseins. Und keiner, kein Verbrecher ist im Sinne irgendetwas anderes als Perfektion, liebende Perfektion. Das Einzige, was ihn zum Verbrecher macht, sind seine scheiß Gedanken und Überzeugungen, die er hat, die ihn dazu treiben, irgendwo nach seinen Regeln zu leben. Ich denke, man ist, wer man ist. Nein. Ja, ich bin, genau. Aber du bist alles. Du bist Präsenz, du bist Göttlichkeit, jeder von uns. Und du bist eben nicht Körper. Du bist auch nicht Überzeugungen. Du bist auch nicht Meinungen von anderen. Du bist auch nicht irgendeine sonstige Rolle, die man dir im materiellen Leben gegeben hat, sondern du bist diese Perfektion. Und wenn wir uns wieder daran erinnern und das spüren, und das spüren wir eben in diesem Moment, wo wir in Meditationen gehen, nenn es nicht mal Meditation, sondern wenn du dich rauslöst aus allen Paradigmen und Überzeugungen, die dir im Außen gespiegelt werden, dann spürst du das Perfekte in dir. Und dann lernst du das kennen und weißt, dass du keine Schuld hast, dass du auch nie einen Fehler gemacht hast, sondern dass du einzig und allein vergessen hast, dass du nicht das bist, was andere in dir sehen oder immer wieder gespiegelt haben, sondern dass du Herz bist, dass du Liebe bist und dass da nichts falsch ist, war und sein wird an dir. Und wenn du dieses Wissen in dir einpflanzt, dann kannst du alle Kacke loslassen. Jeden Schmerz, jede Sache, die du vielleicht noch verzeihen müsstest, jede Vorstellung, die du denkst, dass du noch irgendwas erreichen, machen, ändern, lernen, bla bla müsstest, bevor, also diese ganzen Umzubedingungen, die kannst du alle dort stehen lassen, wo sie sind, und aus dem Wissen heraus, wer du wirklich bist, in die Zukunft gehen. Und dann ist alles richtig. Dann wirst du geleitet, geführt, angezogen von all dem, was in dieser Ebene schwingt, deiner liebenden Perfektion. Und deswegen ist für mich so wichtig, finde heraus, wer du bist, weiß es unwiderruflich, wenn dich einer beschimpft, wenn irgendwas schlecht läuft, wenn du sonstige Probleme hast, gehe von diesem Wissen nicht ab und bewerte das nicht auf dich, auf deine Persönlichkeit bezogen, sondern bewerte das Leben aus deiner wahren Persönlichkeit heraus. Bewerte das Leben aus deiner liebenden Perfektionssicht heraus. Und dann wirst du frei und dann gibt es auch kein Gesetz der Anziehung mehr, das irgendwelche Krankheiten anzieht oder das irgendwelche Pleiten, sonstige Dramen in dein Leben zieht, ja? Weil das ist dann, woher weiß ich, welche Methode mein wahres ist? Methode? Du bist ein Sein, du bist keine Methode. Darum geht es eben, genau. Es geht nicht um eine Methode, es geht um ein Wissen, ein tiefes, tiefes Wissen, dass du nicht Haut und Knochen bist, sondern dass du dich kennenlernst auf dieser spirituellen Ebene, die 99,9999% deines Seins ausmachen, dass du diesen Kern erkennst, dass du da reingehst. Und das ist für mich diese Pam-Erlösung, zu sagen, ja Mann, ich bin ja nicht dieser Loser, der ich war, ich bin auch nicht irgendwie die Frau, die von drei Männern zurückgewiesen worden ist, ich bin auch nicht
die Kranke, ich bin auch nicht, was auch immer ich da vielleicht irgendwie gedacht habe, was mit mir zu tun hat. Das sind Reflexionen von Überzeugungen. Und diese Überzeugungen, die machen halt einen falschen Seinszustand. Und wenn ich diesen falschen Seinszustand, diese Lüge über mich selber ins Leben raustrage, dann wird mir das Leben diese Lüge beweisen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das, klar, das wirkt. Aber das Schlimme am Gesetz der Anziehung ist, wenn du immer sagst, oh, wo bin ich schuld, was habe ich falsch gemacht, wo muss ich besser werden? Wenn du das Gesetz der Anziehung eben versuchst, aus dieser alten falschen Persönlichkeit her zu beeinflussen, damit sich endlich die Dinge im Außen manifestieren, die du gerne hättest, dann kommst du nicht weiter. Erst wenn du dieses reine Sein für dich akzeptiert hast und den ganzen Müll, die ganze Scheiße, die ganzen Erinnerungen, die ganzen Überzeugungen über Bord geworfen hast und quasi aus einem Zustand des neugeborenen, liebenden Perfektionswesen heraus anfängst, die Welt zu sehen und zu beurteilen, dann wird sie dir, Gesetz der Anziehung, eben genau das widerspiegeln, was du dir so sehr wünschst. Aber vorher ist es ein Gemurkse. Dann sagst du, oh, Gesetz der Anziehung, scheiße, jetzt habe ich hier wieder einen Müll manifestiert, hier habe ich einen Streit, warum, weshalb? Ja, warum? Weil du glaubst, dass irgendetwas falsch ist an dir oder an anderen, am Leben oder da draußen. Und solange du mit so einer Überzeugung durchs Leben schifferst, auf deinem Schiff, wird das Leben dir deine Überzeugungen bestätigen. Du hast immer recht, kennst du den Satz? Du hast immer recht, was du glaubst. Das wird sein. Und das ist genau der Punkt. Du kannst da anfangen an Glaubenssätzen, du kannst da an einzelne Schalen und, abschälen und so weiter. Aber du kannst auch Pum machen und rausfinden, wer du wirklich bist, in diese wahre Identität einsteigen und aus der heraus dein Leben leben. Und das ist genau das, was ich jetzt auch in dem kurzen Intensivtraining, wo ich das vermittelt habe in 4 Sitzungen, wo die Leute auch gesagt haben, ja genau, ich fühle mich leicht. Ich fühle mich leicht, ich fühle mich froh. Ich fühle mich befreit. Und das passiert, wenn du das annimmst und als diese Persönlichkeit, als deine wahre Persönlichkeit rausgehst. Und dann gibt es auch keine Message mehr an deinen Körper, dass irgendwas falsch ist, krank, ja? Dass irgendwas nicht so in Ordnung ist bei dir. Das ist ja die Ursache aller Krankheiten. Und dann, wenn du weißt, wer du wirklich bist, dann bist du so gut, dass du keinen Zweifel mehr an dir hast und letztendlich die Dinge tust, die dir aus dir heraus entstehen. Und du wirst dafür bezahlt vom Leben. Das Leben bezahlt dich für deine Wahrheit, dass du deine Wahrheit lebst. Dass du deine Wahrheit lebst, indem du die Welt mit deiner wahren Augen siehst. Indem du eben nicht das Drama, das Opfer, das Leid siehst, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nun mal liebende Perfektion. Nichts ist hier entstanden als Strafe, als Sünde, als Sühne. Sondern es ist von uns dazu gemacht worden. Wir die Welt mit solchen Augen sehen, weil das unsere Überzeugung ist, dass wir für Fehltritte bestraft werden. Aber das ist nicht so, wir werden nicht bestraft. Das Leben zeigt uns einfach nur, was in uns los ist. Und das kannst du Schritt für Schritt, danke Ute, Schritt für Schritt ändern, so, oh, das ändere ich. Oder du kannst sagen, verdammter Bullshit, ich bin eine Lüge aufgesessen, wer bin ich denn wirklich? Und aus dieser Persönlichkeit heraus, wow, gehst du raus und du weißt, du bist schön, du bist gut und richtig und wenn du Fehler machst, dann trägst du die nicht in die Zukunft, sondern besinnst dich wieder auf die Wahrheit und fängst jeden Moment neu an, aus der Wahrheit heraus zu agieren. Ja, das ist jetzt eigentlich das, was ich sagen wollte für heute. Es ist ein Wurm, das ist eine krasse Schraube im Kopf, diese Perspektive für sich selber einzunehmen, weil es dir keiner beigebracht hat. Aber es ist für mich die einzige Wahrheit, es ist der einzige Weg, wo wirklich befreiend ist und wo uns erlaubt, grundlos glücklich zu sein, grundlos zu lieben, grundlos das Leben zu lieben. Auch Dr. Joe Dispenza sagt, wenn du verliebt bist ins Leben, aber was ist das Leben? Das Leben ist die Liebe. Das Leben ist die Schönheit, das Leben ist der Wow.
Und wenn du darin verliebt bist, weil du das andere nicht mehr auf dich beziehst, das ganze Leid und das Elend, dann produzierst du, wow, Freude, und das Elend wird immer weniger, das Leid wird immer weniger im Großen und Ganzen, in unserem ganzen Kosmos. Und deswegen ist jeder Einzelne gefragt, herauszufinden, wer er wirklich ist, gesund zu werden und finanziell dafür belohnt zu werden, sich selbst zu sein. Egal, ob als Künstler, als Berater, als Coach, als Arzt, als Heilpraktiker, whatsoever dich begeistert. Aber es geht nur um eins. Das Leben spiegelt dir zurück, wie wahrhaftig du bist. Und diese Wahrhaftigkeit kannst du mit was einer Passion auch immer leben und bezahlt werden. Vom Leben, Leben, Lieben, Freude, Geld, ist alles das Gleiche, all the same. Und das ist meine Message an euch. Und wenn ihr da einen Schritt für Schritt Methode oder Anleitung wollt, kauft euch dieses 3-Tage-Training, was ursprünglich, jetzt ist es ein 4-Tage-Training. Mach's durch, das sind kleine Videosequenzen. Erkläre deinem Verstand, was die Wahrheit ist, lass ihn die Lüge ab da leben und lebe aus deinem wahren Sein heraus und kreiere Großartiges durch dich, weil das ist die Aufgabe, deswegen sind wir hier, dass wir Großartiges aus uns heraus kreieren können und nicht verdammte Scheiß F-Leid, das wir überall sehen und uns in the face, überall wo du hinguckst. Da eben auch, also ich bin ja da wirklich clean, ich schaue wirklich keine leidvollen Geschichten mehr an, ich lese nichts, ich will's nicht reproduzieren, ich will's einfach nicht. Und dann kann man sagen, ja, bla bla bla, du bist kein Realist, nein, bin ich nicht, ich bin Schöpfer, ich erschaffe aus mir heraus und nicht den Bullshit, den wir schon haben, den braucht keiner mehr, das müssen wir nicht vergrößern. Und deswegen sind so viele hier auf diesem Weg, weil es der einzig wahre Weg ist, weil es das einzig wahre ist, was wirklich irgendwie Spaß macht, oder? Finde heraus, wer du wirklich bist, werde gesund und dafür belohnt, du selbst zu sein. Bezahlt, belohnt, entschädigt, kompensiert, in Harmonie gebracht, nenn es wie du es willst. Aber das ist für mich das, was die Befreiung ist und ja. Vielleicht hat es euch weitergeholfen, würde mich riesig freuen. Schreibt mir Kommentare. Schön, dass ihr zugeschaut habt zu dieser Stunde. Danke für dein Wow, Ute. Das hat mich beflügelt, weil Wow, es geht um Wow, oder? Wir wollen doch Wow, oder? Lasst uns Wow kreieren in diesem Leben. Genau. Danke, Renate. Also, Happy Days, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.